Willkommen im Aloha State Jurassic Park, nahe der Inselgruppe von Hawaii. Die Firma Ingen konnte sich später nach der Eröffnung des Parks auf Isla Nublar eine unbewohnte Insel zu eigen machen und ein einzigartiges Reservat anlegen. Inspiriert durch die Landschaft und das passende Klima entstand hier vor wenigen Jahren ein neuer Jurassic Park unter der Führung von Tim Murphy, dem Enkel des berühmten John Hammond. Der neue CEO und Parkleiter machte sich zur Aufgabe, einen weiteren Park zu eröffnen, neben Europa und Japan. Das Konzept ist eindeutig. Es wurde auf die Unberührtheit der Landschaft Wert gelegt. Mit anderen Worten, 6 Täler wurden erschlossen und bevölkert mit vielen verschiedenen Geschöpfen der Prähistorik. Die Besucher können sich bei der Ankunft am Helipad einen Überblick verschaffen, sich Informationen im Besucherzentrum einholen und in mehreren Resortanlagen einchecken. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Jurassic Park von einem Zuschauer. Das Ganze kommt wieder von Robert, der hat ja schon mal einen Park eingeschickt, den wir gemeinsam besichtigt hatten. Und der war echt gut. Und jetzt hat er sich was Neues einfallen lassen, nämlich Aloha State Jurassic Park. Sehr interessant, das werden wir uns gleich alles gemeinsam angucken. Er schreibt hier auch noch ein paar Infos für uns, die ich euch jetzt mal eben so vorlese. Aloha Dundee. Die Besucher können sich bei der Ankunft am Helipad einen Überblick verschaffen, sich Informationen im Besucherzentrum einholen und in den mehreren Resorteinlagen einchecken. Jedes Resort trägt den Namen einer hawaiianischen Insel, schau einfach nach. Alle Dinosaurier haben eher grünliche, bräunliche Töne und harmonieren mit der Natur. Ich wollte eine gewisse Natürlichkeit einhalten und die Dinosaurier aufeinander abgestimmt kombinieren. Als besonderer Gast empfehle ich dir, dass du bei unserem Ranger-Außenposten deinen reservierten Wagen nimmst und die Touren lieber damit abfährst. Somit kannst du besser die Umgebung festhalten und bessere Stops einlegen. Ganz viel Freude wünsche ich dir und beste Grüße aus Berlin, Robert. Vielen Dank, Robert, für diese tolle Einladung und wir werden jetzt mal gemeinsam deinen Park erkunden. Ich kann schon mal vorweg sagen, ich finde diesen Wegebaustil, den du hier verwendet hast, wirklich richtig schön. Das sieht mega cool aus hier, das Wegmuster. War bestimmt viel Arbeit und ist eine coole Idee. Ist mal was ganz Neues und Individuelles so. Erinnert mich so ein bisschen an Mr. DNS oder DNA. Ich weiß nicht warum. Aber so ein bisschen erinnert mich dieses Muster daran. Sieht auf jeden Fall richtig cool hier aus. Also gefällt mir echt gut. Das hast du auch hier unten bei dem Resort durchgezogen. Auch super schön hier. Also die Wege, dann hier diese Hotels, das Gewässer, alles auch schön beleuchtet. Wir können uns das gleich auch nochmal bei Nacht angucken oder am Ende oder so, würde ich sagen. Aber es sind auf jeden Fall auch richtig coole Hotelanlagen, ne? Definitiv. Finde ich mega nice. Ja, diese Wege sind super toll. Da hast du dir echt was Tolles, Individuelles einfallen lassen. Die sind auch so richtig schön geschwungen. Also alles so richtig schön ergonomisch, ich weiß es nicht, abgerundet. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ist nichts irgendwie eckig, kantig. Das sieht alles wie in einem Guss aus. Mega cool aus. Wir erkunden mal so ein bisschen hier die Resort-Anlagen, würde ich sagen. Also hier gibt es einige Hotels. Vorne ist der Ankunftsort, Toiletten. Dann natürlich das Besucherzentrum, wo man einige Infos und sowas bekommen kann. Das hast du ja vorhin auch schon geschrieben in deiner Nachricht. Hier hast du das auch mit dem Weg durchgezogen. Das ist echt mega cool. Hier unten auch, hier geht es auch nochmal runter für die Besucher sozusagen. Und hier können die dann auch einige Forschungsanlagen und sowas erkunden. Hier gibt es nämlich zum Beispiel die Brutstätten, da können sie dann wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen gucken. Hier ist dann auch nochmal so ein kleiner Sicherheitsturm in der Mitte, finde ich auch sehr cool. Hier sind nochmal ein paar Gästeanlagen und hier geht es dann wieder zu einer Jurassic Tour. Wir haben gleich 2 Jurassic Touren vor uns. Für die hast du auch uns so eine kleine Touristeninfo geschrieben, was ich mega cool finde. Wir haben einmal hier diese Tour. Kapuni Kana. Du hast ja auch geschrieben. Ah, stimmt, das können wir auch nochmal eben gucken, bevor ich das vergesse. Du hast hier alles nach hawaiianischen Inseln benannt, die ganzen Hotels. Resort Maui. Oh, Maui kenne ich sogar. Hawaii. Wow, habe ich auch schon gehört. Kauai. Kauai. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Bin ich mir aber nicht sicher. Molokai? Oh Gott, ist das alles schwierig. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, seid mir bitte nicht böse. Einige Namen davon kenne ich auf jeden Fall. Habe ich schon mal gehört. Willkommen auf
Oh, hier hast du auf im Aloha State Resort. Ja, wir schauen natürlich nochmal ganz kurz, wie die ganzen Sachen heißen. Besucherzentrum und die Touren haben auch Namen. Kapuni Kana 1. Und wie heißt die? Kapuni Kana 2. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was das Ganze übersetzt heißt. Das weiß ich aber nicht. Aber wir... Oh, hier. Kahua Kikoho. Hm, sehr interessant. Wir nehmen natürlich jetzt hier unseren Privatjet auf jeden Fall gleich für die Tour. Das hast du ja auch reingeschrieben. Dein privater Jeep. Oh, danke schön. Ist ja auch alles benannt. Sehr viel Mühe hast du dir gegeben. Finde ich mega cool. Ich finde übrigens die Idee cool, dass du so eine Story hinter dem Park gemacht hast. Du hast ja nicht nur einen coolen Park gebaut, sondern hast dir auch was überlegt, wer den Park gebaut hat, wo der Park sich befindet und so. Finde ich mega cool. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt unseren privaten Jeep und dann erkunden wir mal die erste Tour. Wir begeben uns jetzt zur ersten Tour. Ich versuche immer passend die Touristeninfos, die du für uns geschrieben hast, an den richtigen Stellen vorzulesen. Mal gucken, ob ich das immer hinbekomme. Falls nicht, seid mir bitte nicht böse. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zur ersten Rundfahrt. Und dazu schreibst du, zur Linken geht es vorbei an einem idyllischen See zur ersten Rundfahrt. Der idyllische See, den sehen wir hier. Den haben wir ja vorhin auch schon von oben gesehen. Finde ich mega cool. Nur einige von den Lampen schweben hier leider ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nicht anders realisierbar. Ist ein bisschen schwierig. Ich meine, von oben sieht man es jetzt nicht, aber jetzt von hier unten schon. Aber sieht auf jeden Fall mega cool aus. Schauen wir uns nachher definitiv noch bei Nacht an. So, dann fahren wir mal runter. Denn hier vorne geht es zur ersten Rundtour. Oh, fast dagegen gefahren. Und schon einen kleinen Unfall gebaut, habe nur 97%. Hier geht es, glaube ich, rein. Genau, hier geht's rein und jetzt werden wir mit unserem Privatjeep die erste Rundtour im Aloha State Jurassic Park unternehmen. Und man hört schon schöne Brachiosaurus-Gesänge. Cool. So, hier bleiben wir kurz stehen und dann geht's weiter mit der Touri-Info. Es geht als erstes durch das Tal der schönen Klänge, hat man ja gerade schon im Hintergrund sehr gut gehört, weiter durch das Juratal mit Giganten und stacheligen Grasfressern. Da bin ich aber gespannt. Geben wir mal Gas. Also hier ist das Tal der schönen Klänge. Da werden wir gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr von sehen. Das ist auch ein schöner See. Da hinten sieht man schon so ein bisschen die Brachios. Wie komme ich denn hier in die... Ach ja, genau. Da sieht man im Hintergrund ein Brachio. Oh, ist das schön. Aber wie gesagt, das werden wir gleich noch so ein bisschen näher sehen, weil hier ist der Rückweg. Den sieht man auch schon ganz gut. Wir fahren jetzt erstmal in das Juratal mit Giganten und stacheligen Grasfressern, da bin ich ja mal gespannt. Folgen wir mal hier den Ford Explorern. Hier sind auch schöne Beschilderungen, auch alles schön beleuchtet. Okay, die sind mir ein bisschen zu langsam. Da fahren wir auf jeden Fall vorbei. Definitiv. Vielleicht kriegen wir auch noch hier den ein oder anderen Dino zu sehen, das wäre cool. Ich finde es mega cool, dass du dir hier wirklich so Tale gebaut hast und viel mit Höhenunterschieden gearbeitet hast. Das mag ich hier mal sehr gerne. So, jetzt geht's in die nächste Station. Das Juratal. Schade, dass man hier keine Beschriftungsschilder drauf machen kann. Das wäre cool, Leute, oder? Wenn es so ein Schild gäbe, wo man wirklich einen eigenen Text draufschreiben könnte. Das würde ich mega finden. Vielleicht kann man sowas ja mal mit Mods einfügen. Aber ist wahrscheinlich sehr schwer realisierbar. Oh, was ist das denn hier? Ach, hier vorne geht's woanders noch hin. Okay. Das beachten wir mal erstmal nicht. Wir sind jetzt im Juratal. Gibt es auch einiges, glaube ich, zu entdecken. So wie es aussieht. Ja, kleine und mittlere Pflanzenfresser. Das ist, glaube ich, hier. Ach, ich liebe ja solche Dinosaurier-Safaris, ne? Immer ganz toll. Oh, da sehen wir die ersten stacheligen Pflanzenfresser. Was haben wir denn da? Gott. Ist wieder schwierig. Gigantspinosaurus, könnte das sein? Der hat auf jeden Fall sehr, sehr lange seitliche Hörner. Das kann man von hier aus ganz gut erkennen. Könnte ich mir vorstellen, dass die das sind. Wenn sie es nicht sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr seid da ja ein bisschen mehr Experte als ich. Wir erkunden natürlich weiter, bleiben aber ungefähr auf der Strecke. Nehmen uns aber auch die Zeit, die wir brauchen, um die Dinosaurier zu erkunden. Jetzt kommen noch andere. Ich glaube, das vorne war echt der Gigantspino. Das hier könnte... Yango, Kentro, könnte beides sein. Wenn ich ehrlich bin. Oh, da hinten ist auch... Oh, guck mal, das sind die Diplodocus. Da ist noch was anderes, glaube ich, rechts. Oh, wie viele Dinos es hier zu entdecken gibt. Wie cool.
eigentlich mal ganz kurz dahin fahren. Ich habe zwar gesagt, ich bleibe ungefähr auf der Strecke. Ich möchte mal einmal schauen, was da noch so sich hinten versteckt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir ja hier nicht angegriffen werden. Wenn wir die Dinosaurier zu sehr belästigen. Wäre natürlich nicht so schön. Oh Gott. Da guckt einfach so ein riesiger Hals oben. Aus den Baumkronen. Wie cool. Das ist ja mega. Müssten mal Menschies sein, ne? Die sind so riesig. Guck mal, wie lang der Hals ist. Hammer. Das hier ist, glaube ich, wieder ein Gigantspino. Mega cool, dass die auch so aus dem Wald und Dschungel kommen. Aber darauf hast du ja auch großen Wert gelegt, dass alles sehr natürlich aussieht und dass auch die Skins natürliche Farben haben. Finde ich auch cool. Weil da geht die wilde Tour. Hier haben wir wieder ganz fiese, stachelige Jurasaurier. Oh Gott. Oh, das könnte jetzt hier Ärger geben. Oh oh. Gut, dass ich nicht da vorne stehe. Oh. Okay, sie haben Glück gehabt. Sie haben mit der Keule nicht wirklich einen mitbekommen. Wurden nur leicht weggeschoben, die Kollegen. Boah, die sind aber auch stachelig, ne? Was ist denn das? Ist das ein Kentro? Ne, Chunkingo. Ach ja, den gibt's ja auch noch. Chunkingo. Ist auch lange her, dass ich Jurassic World Evolution gespielt habe. Also so richtig gespielt habe, so wie ich es gerade tue. Übrigens für alle Leute, die sich fragen, wie es mit unserem Jurassic Park 1 aussieht. Ich bin da schon am Video aufnehmen. Da kommt bald ein sehr cooles Video, was ungefähr den Film nachstellen soll. Und dann könnt ihr auch mal den Jurassic Park 1 Nachbau selber spielen. Den werde ich dann auch hochladen für euch. Dann könnt ihr den runterladen. Also nur damit ihr Bescheid wisst, das Ganze ist in Arbeit. Dauert leider nur ein bisschen länger als geplant, weil ich momentan sehr viel um die Ohren habe. Deswegen schaffe ich leider nicht so viel, wie ich mir gern vorstelle. Ich glaube, wir sind im nächsten Bereich, ne? Okay, im Anschluss fährt man durch die hügelige Idylle des Schwanentals, wo farbenfrohe Olorotaiten Seite an Seite mit Gallimimus grasen. Ah, schön. Okay. Das ist jetzt die Idylle des Schwanentales, wo wir uns befinden. Wir können ja sogar links nochmal durch den Zaun das Juratal sehen mit den stacheligen Pflanzenfressern. Hier links seht ihr sie nochmal, wie sie da rumlaufen. Mega cool gemacht. Wir sind hier aber sehr am Rand. Finde ich aber gut, dass du uns viel am Rand langfahren lässt. Dadurch fühlen sich wahrscheinlich die Dinosaurier nicht so in ihrer Natur belästigt. Wow, das ist ein schönes Bild. Olorotaiten sind auch cool. Die nehme ich mal richtig schöne Farben, sind mega schön bunt. Ich glaube, noch haben sie uns nicht bemerkt. Noch sind wir sneaky unterwegs. Coole Dinos. Wollen die aber auch nicht weiter stören. Wir versuchen jetzt mal ganz schnell hier vorbeizufahren. Und die nicht weiter bei ihren Aktivitäten nerven. Oh, da sind die Gallis. Da unten laufen sie. Oh, wie viele das sind. Aber die haben uns auch noch nicht bemerkt. Hat zumindest noch keine Angst und rennt weg. Oh, jetzt rennen die ersten weg. Okay, die gehen aber nur zum Fressen. Oh, das sind mega viele. Wie sie einfach alle aus dem Wald kommen. Im Hintergrund sieht man auch den riesigen Berg. Das ist übrigens Isla Nublar 1993. Beziehungsweise in unserem Fall ist es ja eine hawaiianische Insel. Hier sehen wir sie jetzt nochmal von näher. Wollen wir mal mitten reinfahren? Ich habe zwar gesagt, ich will die Idylle nicht stören, aber mal gucken, was passiert. Ich weiß, ihr wollt die Action, Leute. Oh, ist das gemein. Haben sie alle Angst und Panik. Okay, jetzt haben wir wirklich genug Unruhe gestiftet. Oh, hier ist noch ein anderer Dino. Guck mal. Oh, wie süß. Gut, dass wir den zu Gesicht bekommen. Den hätte man auch übersehen können im hohen Gras. Omalocephale. Er kommt sogar auf uns zu. Na, du Kleiner. Also das ist auf jeden Fall einer der niedlichsten Dinosaurier, die es in JWE zu sehen gibt. Definitiv. Mega süß. Auch ganz tolle Farben. Könnten auch so ein bisschen die Babys von den Oloros sein. Von der Farbkombination her. Oh, so putzig.
Ich glaube, ich muss mal irgendwie so ein Streichelzoo oder so bauen, weil mittlerweile gibt es ja echt coole Dinos dafür. Auch mit Mods, irgendwelche Dodos oder so. Mega nice. So. Warum heißt das hier Schwanental? Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Uluru-Teil ein bisschen zu tun hat. Weil der so ein bisschen anmutig ist wie so ein Schwan, ne? Könnte ich mir vorstellen. Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, woran das liegt oder woher die Namen kommen. Und jetzt geht's wieder durchs Tor. Das heißt, den Abschluss bildet nochmal das Tal der schönen Klänge. Und warum es so heißt, horche den Lauten und genieße die Fahrt um den großen See, bevor du wieder zurück bist am Ende der Tour. Am Ende der Tour, okay. Dann horchen wir mal ein bisschen den Klängen. Bin ich jetzt ja mal gespannt. Ich versuche mal den Motor möglichst niedrigtourig anzulassen. Ein schönes Bild. Wow. Oh mein Gott, ist das cool. Ist richtig schön gerade das Bild. Der Brachio hier trinkt, im Hintergrund die Paras und die... Sind das Zentaus? Ich glaube Zentaus. Und im Hintergrund hört man das Schreien oder das Singen der Brachios. Wie cool. Auch hier hast du die schönen grünen Farben gewählt. Also die werden wir jetzt definitiv nicht in ihrer Idylle stören. Und alles so tolle Dinosaurier. Oh, er hat uns bemerkt. Ja, wir verschwinden gleich. Alles gut. Okay, es interessiert ihn gar nicht. Er hat nur mal kurz geguckt, was wir machen. Oh, aber er will. Er hat, glaube ich, Interesse. Auch nicht. Hat nur geguckt, was wir machen. Alles gut, wir fahren weiter, Leute. Wir wollen euch nicht weiter stören. Die sind so gigantisch, ne? Guck mal, wie groß die einfach sind. Guck mal, er singt für uns. Das Tal der schönen Klänge. Hat auf jeden Fall seinen Namen aller Ehre gemacht. Hammer, cool. Fahren wir mal weiter, das war ja erst der Anfang. Wir haben ja sicherlich noch viel zu entdecken. Oh ja, okay. Oh Gott, ich glaube, die könnte ich gleich ein bisschen aufschrecken. Ich hoffe, die laufen mich nicht um. Hm, die singen auf jeden Fall auch für uns. Also, da scheinen wir die aber nicht zu stören, das ist gut. Im Hintergrund sehen wir wieder weitere Brachios. Oh, da hat sogar einer geschlafen, der steht gerade auf. Das ist schon wirklich cool. Sehr idyllisch hier bei dir im Galoa State Jurassic Park. Bis dann irgendwann die Dinosaurier ausbrechen und Chaos beginnt. So endet ja gefühlt jeder Jurassic Park. Dass Menschen gefressen werden, Chaos ausbricht. Ich glaube, wir haben soweit als alles erkundet. Ja, hier geht es, glaube ich, nur noch zurück. Das war auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Tour. Aber wir haben noch eine weitere Tour vor uns. Darauf freue ich mich auch schon. Hier geht's wieder zurück durchs Tor. Fahren wir mal jetzt zur anderen Tour. Jetzt befinden wir uns auf der Strecke von der zweiten Tour. Und ich lese euch mal eben vor, was wir jetzt als erstes zu Gesicht bekommen. Denn diese Strecke führt uns erst durch das Tal der grünen Wiesen. Und was danach kommt, das lese ich euch gleich vor. Ach so, Robert, du kannst auch nochmal in die Kommentare schreiben, wenn du das siehst, ob ich den Speicherstand hochladen darf und für alle Leute in die Videobeschreibung packen darf. Damit den jeder mal ausprobieren kann, den Park. Kannst du gerne machen und dann würde ich das dann nachträglich einfach hochladen. Das Tor habe ich übrigens gerade platziert, deswegen ist das so hügelig hier. Also das war nicht Robert, der das hier so ungeglättet da gelassen hat. Seid mir bitte nicht böse. Aber ich musste irgendwie einen Weg nach drin finden. Also das ist jetzt das Tal der grünen Wiesen. Cool. Da hinten sehen wir schon die ersten Dinos. Apatos. Sinoceratopse sehe ich. Mal sehen, was... Oh, da ist auch noch ein Dino. Hab ich gar nicht gesehen, der war voll getarnt. Was könnte das denn sein? Polacanthus vielleicht? Ach nein, das ist hier der Krichton, müsste das sein, ne? Ich glaube schon, das müsste der Krichtonsaurus sein. Ich hoffe, ich liege da richtig. Wenn nicht, verbessert mich gerne.
sehen sich auch teilweise sehr ähnlich. Wobei der Polarkanthus, der ist schon ein bisschen anders als der. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher der Krichton. Haben wir hier? Ist das ein Maya oder sowas? Leider gerade mit dem Rücken zu uns. Ja, ich glaube, das ist ein Maya. Maya Saura. Ja, der interessiert sich auch nicht für uns. Wir fahren mal weiter. Mal sehen, was es hier noch zu entdecken gibt. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns, deswegen sollten wir jetzt ein bisschen das Tempo, glaube ich, anziehen von der Tour. Auch wenn ich das gerade sehr genieße. Hier haben wir auch nochmal einen schönen Blick. Oh, wie schön. Bin fast vorbeigefahren. Da sehen wir die Maya Saura, wie sie in der Herde durch das Wasser traben. Ich mag das sehr gerne, wie idyllisch du das hier gestaltet hast. Mit dem Wasser, mit den Höhenunterschieden. Und da sind... Ja, das sind ziemlich sicher Krichtons. Die haben uns auf jeden Fall bemerkt. Der eine guckt uns schon an. Okay, weiter geht's. Mal sehen, was wir hier noch so zu Gesicht bekommen. Oh, hier ist ein bisschen sehr steil und hügelig. Na gut, geht aber noch. Wir haben ja einen Geländewagen. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Oh, jetzt geht's ins nächste Gehege, Leute. Ich lese euch erstmal vor, was jetzt kommt. Danach geht es durch die Straße der 1000 Zähne. Ein Highlight für die Besucher. So, fahren wir mal rein. Bin ich aber gespannt, was uns hier erwartet. Okay, wir sind hinter Zäunen, so wie es aussieht. Also keine Gefahr für uns. Ah, was kommt denn hier auf uns zu? Das Tal der 1000 Zähne ist. Klingt ja schon mal böse. Könnte das ein Spino hier sein, der Schrei? Ja, wohl schon. Oh, da sind die ersten Fleischfresser. Da kommen sie. Oh, Velociraptoren. Mit den coolen 2001er-Skin. Dem weiblichen. Der ist nice. Oh, die kommen, glaube ich, gerade fressen. Das ist ja mega gut. Ich glaube, zu unserer Rechten hören wir einen Spinosaurus. Der Schrei, der ist so laut und bedrohlich. Den kann man, glaube ich, nicht groß verwechseln. Gott sei Dank sind wir gut geschützt mit dem Zaun. Und noch so ein kleiner Maschendrahtzaun. Ich glaube, die wollen uns fressen eher. Die gucken eher uns an. Also vor Velociraptoren habe ich großen Respekt. Sind halt klein und hinterhältig und schlau und listig. Eieiei. Die sind richtig neugierig, ne? Dass wir hier stehen. Oh Gott. Will die auch gar nicht groß stören. Schauen wir mal zu unserer Rechten. Ach, das ist gar kein... Oh, das ist gar kein Spinosaurus. Das ist ein Suchomimus. Der hat ja auch mega den lauten Schrei. Cooler Skin, dieser Grüne. Aber ich glaube, ich wäre lieber hier rechts in dem Gehege als bei den Velociraptoren, wenn ich ehrlich bin. Wobei die sich auch ganz schön verstecken können, ne? Die können ja wahrscheinlich auch vielleicht tauchen oder so. Aber hier im Wald sind die auch mega getarnt mit ihrer grünen Farbe. Oha. Ich wusste gar nicht, dass die so einen lauten Schrei haben. Das hat sich angehört wie ein Spinosaurus, weil der hat einen... Wobei der Spinosaurus klingt vom Ton nochmal ein bisschen oder vom Klang her ein bisschen anders, ne? Oh, jetzt frisst er gerade, wie cool. Oh, jetzt ist er gerade fertig, oder was? Ja, hat keine Lust, sich zu zeigen. Ich finde das gerade mega toll. Macht richtig Spaß hier, die Besichtigung. Oh, da ist sogar noch ein dritter. Ich glaube, es ist echt nicht so toll, von denen gefressen zu werden, wobei das wahrscheinlich ein bisschen schneller geht, ne, als von den Velociraptoren. Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Oh nein. Geht's jetzt hier in so ein Fleischfressergehege rein? Oh oh. Dass wir hier die Kollegen noch haben. Die sind Ablenkung. Oh, hier ist nochmal ein... Oh, hier ist ein Männchen. Leute. Das ist auf jeden Fall der männliche Skin mal. Ach, da hinten ist der auch. Ah. Lieber die 2001er Skins, ne? Sehen so cool aus. Hammer. Ich finde es mega cool, dass du es so hinbekommen hast, dass die Raptoren auch wirklich an den Zaun kommen und dass man die zu Gesicht bekommt. Das ist gar nicht so einfach. Oh, ich bin beruhigt. Pflanzenfresserschilder. Jetzt kann ich euch auch wieder weiter vorlesen, was uns hier erwartet. Mit genug Adrenalin im Blut kann man wieder durchatmen und die verschiedensten Geschöpfe aus dem Jura zusehen, wie sie in den Baumwipfeln sich das satte Grün genehmigen. Nun kommt man nochmal in den ausführlichen Genuss des grünen Tals und kann viele Maya Saura, Apatos, Sinoceratops
und einen asiatischen Vertreter der Ankylosauridae zusehen. Okay, das erwartet uns jetzt. Das ist jetzt wieder, glaube ich, das grüne Tal, wenn mich nicht alles täuscht. Cool. Bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, ich lese hier nichts falsch vor. Hinter einem Berg... Okay, müssen wir gleich mal drauf achten. Das ist der nächste Satz, der beginnt. Hinter einem Berg. Ist hier vielleicht der Berg? I don't know. Oh. Was haben wir denn hier? Davon stand aber nichts im Text. Sind das nicht auch schon wieder Mamenchis? Hey, sind wir jetzt im Gehege vom Anfang? Warte mal. Ja, wir sind wieder im Gehege vom Anfang, kann das sein? Wir sind nämlich die Mamenchis und die Gigantspinosauren. Und auch die Diplodocus. Cool. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch vorgelesen gerade, Leute. Seid mir da bitte nicht böse. Ist halt immer nicht so einfach, wenn man den Park selber nicht kennt. Dann weiß man halt nie, wo man gerade ist. Oh, schaut mal, wie groß der ist. Oh mein Gott. Der ist einfach riesig. Hammer. Machen wir lieber weiter, bevor wir hier noch platt getrampelt werden. Das wäre nicht so schön. So, überholen den hier mal. Ist der Jeep alleine unterwegs hier? Das ist ja cool. Wurden voll getrennt. Wir sind tatsächlich am Anfang, oder? Das müsste dann das Juratal sein, oder? Ja, das Juratal sind wir jetzt. Ah, genau. Hier ist nämlich die Tour, wo wir vorne waren. Die sind wir vorne gefahren, da rechts. Okay, dann kommen wir gleich erst wieder in das grüne Tal. Dann habe ich gerade schon zu viel vorgelesen. Ist halt, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig. Jetzt geht's wieder in das grüne Tal. So. Ja, hier sind auch die ganzen Schilder dafür. Das grüne Tal. Nun kommt man nochmal in den ausführlichen Genuss des grünen Tals und kann viele Mayasaurer Apatos, Sinoceratops und einen asiatischen Vertreter der Ankylosauridae zusehen. Hinter einem Berg parallel zum Fluss kommt ein weiteres Gehege und präsentiert die Kreidezeit. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Also wir müssen jetzt die Augen offen halten für den Berg und dahinter werden wir dann einen Vertreter aus der Kreidezeit sehen. Da gibt es ja tatsächlich gar nicht so viele. Die meisten kommen ja aus dem Jura, glaube ich, ne? Oder warte mal. Doch, Jura war die letzte Zeit so, ne? Ich glaube, die meisten bekannten Dinos kommen aus dem Jura. Trias war da noch vor, ne? Ich glaube, da kommt nur der Herrera her. Aus der Trias-Zeit von Jurassic World Evolution. Der einzige Dino aus der Trias. Aber ist auch schon lange her wieder, dass ich mich damit beschäftigt habe. Deswegen kann ich auch gerade ein bisschen durcheinander sein. Aber ihr dürft mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Ihr seid ja alle Experten. Dafür habe ich euch ja. So, jetzt sind wir wieder im grünen Tal. Wie schön. Wir flitzen wir mal ein bisschen durch. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Wollen wir einen Stunt machen? Oh, ich glaube, das hier ist der Berg. Kann das sein? Oh, hier sehen wir nochmal schön die Mayas. Ach, wie cool. Ja, das hier ist der Berg. Okay, jetzt sind wir hier. Hier ist sogar nochmal zum Abschluss ein Apato. Der blockiert uns das Tor. Er will nochmal gesehen werden. Ja, wir beachten dich ja, Apato. Du bist wunderschön. Du hast eine wunderschöne Farbe. Und bist auch sehr hübsch. So, jetzt kommen wir in die Kreidezeit. Alle Dinosaurier haben eher... Okay, das hatte ich vorhin schon vorgelesen, ne? Ah, ne. Alle Dinosaurier haben eher naturale, warme, braune Hauttöne. Ich glaube, das trifft jetzt auf das jetzige Gehege zu. Okay, oh. Da kommt gleich noch wieder was sehr Spannendes. Das ist echt eine tolle Tour, dass du uns auch so einen Touri-Guide geschrieben hast. Finde ich mega cool. Das ist jetzt die Kreidezeit. Mutabura dürfte das sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Das dürfte Mutabura sein. Und Dracorex? Ich glaube schon. Der hat auf jeden Fall auch Interesse. Die schauen uns an. Und die haben auch schöne Gesänge. Im Hintergrund singen wir sogar Pentaceratopse. Mega cool. Okay, fahren wir weiter. Ich glaube, die sind nicht so erfreut darüber, dass wir hier sind.
Das sind jetzt alles Vertreter aus der Kreidezeit angeblich. Stimmt, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt. Oh, ich glaube, jetzt kommen wir schon zum nächsten. Ist dem so? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, wir sind jetzt nochmal in einem friedlichen Gehege, weil gleich kommt nochmal was ganz Böses. Was auch nochmal gefährlich wird für uns. Könnte hier passieren? Ich weiß es nicht. Eine ganz schön lange Tour, muss ich sagen. Also krass. Nee, wir sind immer noch in einem Pflanzenfressergehege. Ah, hier waren wir sogar vorhin schon. Das haben wir vorhin schon gesehen. Es dürfte wieder hier das Juratal. Nee, doch, das Juratal dürfte es wieder sein. Jetzt kommen wir in das böse Gehege. Sieht man schon. Fleischfresser. Und ihr seht schon, was uns hier erwartet. Ein Tyrannosaurus Rex. Zurück am Wegekreuz geht es einen Bergkamm hinauf und dort kommt man in das Tal des berühmten Tyrannosaurus Rex. Wenn Sie Glück haben, steht er bereit am Futterspender, ganz nah am Zaun und... Warte doch. Ganz zahm, nah am Zaun. Nee. Ah, okay, du hast dich da verschrieben. Sorry. Okay, das wäre jetzt doof vorgelesen. Ganz nah am Zaun war schon richtig, das erste, was ich gesagt habe. Wäre wahrscheinlich dann hier der Fall. War ein kleiner Tippfehler drin, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Oh, wir kennen Rexy. Aber ich höre Rexy. Was du machen, Rexy? Sollen wir mal kurz warten? Wäre schon cool, wenn wir ihn sehen. Oh, da ist er, ja. Perfekt. Dann sehen wir auch gleich, welcher Skin das ist. Guck mal, hätte ich mich gar nicht wegbewegen müssen. Da ist er. Hello, Rexy. Sollen wir ihn provozieren? Oha. Das findet er gar nicht cool. Zurückfahren. Ist die Säule im Weg? Oh Gott, wie er uns anguckt. Der guckt uns richtig an. Ich glaube, der hat richtig Lust, uns zu fressen. Gott sei Dank ist hier ein Zaun vor. Nicht, dass der da gleich durchbricht durch den Zaun. Eieiei, der ist richtig wütend. Ja, aber ich glaube, er weiß, dass er da nicht durch kann. Oder er versteckt sich jetzt im Dschungel und hofft darauf, dass ich komme. Ob er hier noch fressen geht? Ich glaube nicht. Ja, leider nicht. Ich glaube, der geht da hinten wieder runter, ne? So wie es aussieht. Toll, Jeep. Der Jeep ist gerade noch automatisch rückwärts gefahren. Jetzt sehe ich nichts mehr. Sehr gut. Gut gemacht. Ja, ich glaube, er haut ab. Aber er beobachtet uns trotzdem noch. Ich glaube, Interesse hat er. Vielleicht sucht er auch einen Ausweg. Oder er will sich verstecken so ein bisschen und sich anschleichen. Kann ich mir auch vorstellen. Okay, wir wollen ihn mal nicht weiter stören. Das war, glaube ich, die letzte Station von unserer Tour. Ja, war es tatsächlich. Das heißt, es geht jetzt hier vermutlich wieder zurück. Auch ein toller Rexy-Skin. Mag ich sehr gerne. Kommt ja auch aus den Jurassic Park-Filmen. Bei den T-Rex-Skins weiß ich aber gar nicht genau, weil da waren viele nicht so nah an den Original-Skins aus dem Film dran. Was ein bisschen schade war. Also ich weiß jetzt nicht gerade, welcher das genau war. Ich weiß aber, dass in Jurassic Park 3 tatsächlich ein grüner Rex gegen den Spino gekämpft hat. Im Dschungel da. Also das könnte der wohl sein. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, wir haben alles gesehen. Mega cooler Park. Hat richtig Spaß gemacht, diese Tour. Wir schauen natürlich jetzt nochmal eben bei Nacht. Das habe ich euch ja gerade versprochen. Wir nochmal die Beleuchtung sehen. Also das war hier der Aloha State Jurassic Park. Hast dir echt Mühe gegeben, auch alles beleuchtet hier. Ich liebe dieses Wegemuster, richtig cool. Auch mit einer Beschreibung war das echt cool, dass du uns so eine kleine Touri-Beschreibung gegeben hast. Du hast dir echt viel Mühe gegeben und jetzt haben wir uns das Ganze mal angeschaut. Das Ganze wurde übrigens schon am 21.02. eingesendet. Also ist schon ein bisschen her, Leute. Aber ich hatte es noch im Hinterkopf und habe jetzt mal die Zeit gefunden, das Ganze aufzunehmen. Ist wirklich wunderschön hier. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, Robert. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Aloha State Jurassic Park von Robert fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen.
Falls ihr auch mal einen richtig coolen Park mit einer coolen Geschichte dahinter habt, dürft ihr den gerne einschicken. Die E-Mail-Adresse ist auch unten für euch in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.